Jubel und Enttäuschung lagen diese Woche bei den Fußballern des SK Urmstetten nah beieinander. Beim Cupspiel gegen Wacker Innsbruck schafften die Mostviertler den Einzug ins Achtelfinale des ÖFB Cup. Das 1:0 gegen die Innsbrucker war der erste Sieg gegen diese Mannschaft. Dafür mussten sich die Amstettner gegen St. Pölten im Ligaspiel der 2. Admiralliga mit 4:0 geschlagen geben. Der erste Schlagabtausch in der Austrian Volley League Men endete für den VCA Amstetten mit einem knappen Erfolg. Trotz eines 0:2 Satzrückstandes gegen den UVC Ried im Innkreis steigte die neu formierte Mannschaft der Mostviertler nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie. In 5 Sätzen gewannen die Amstettner den Auftaktkrimi auswärts in Ried. Das Haager Kletterass Jessica Pils holte sich bei der Kletter-WM in Moskau bereits ihr 3. WM-Gold. Nach der kleinen Enttäuschung über den 7. Platz bei der Olympiade konnte die Mosfit-Athletin diesmal eine hervorragende Leistung erbringen und darf sich nun ein Jahr weiter Weltmeisterin nennen.